von mir. Und wie ihr am Titel wahrscheinlich schon erkennen könnt, haben wir heute ein kleines DIY für euch, wofür Tavi sich auch schon richtig interessiert. Und zwar gibt es heute buntes Badesalz. Und wie das Ganze funktioniert, das werde ich euch jetzt im nächsten Schritt zeigen. Dann benötigt alles, was ihr für das bunte Badesalz benötigt, ist totes Meersalz. Das gibt es so gut wie in jedem Drogeriemarkt. Das ist ganz pures, weißes. Außerdem benötigt ihr ein ätherisches Öl. Ich habe es jetzt im Lavendelduft genommen, das gibt es aber auch in vielen anderen verschiedenen Düften. Das könnt ihr euch selbst aussuchen. Dann benötigt ihr Lebensmittelfarbe. Auch da könnt ihr euch aussuchen, welche Farben ihr verwenden wollt. Und auch das ist in jedem Supermarkt zu finden. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein kleines Gefäß, in das ihr euer buntes Badesalz später füllen könnt. Dafür habe ich mich jetzt entschieden. Und ich würde sagen, dann zeige ich euch jetzt einmal, wie das Ganze funktioniert. Damit ihr das Salz in die drei Schüsseln am besten aufteilen könnt, würde ich euch empfehlen, das ganze Salz als erstes in euer Gefäß zu füllen. So, dann könnt ihr das Badesalz nach Belieben in die drei Schüsseln aufteilen. Als nächstes benötigt ihr eure Lebensmittelfarben. Ich denke mal, ich werde Rot verwenden, ich werde Grün verwenden und ich werde Blau verwenden. Jetzt fangen wir mal mit Grün an. Da tut ihr einfach ein bisschen von dieser Lebensmittelfarbe mit zu dem toten Meersalz dazu. Das machen wir jetzt mit den anderen beiden Schüsseln auch einmal. Einmal in Blau. Verrührt ihr dann einmal, bis eine schöne Masse entsteht. Bevor ich vergesse, das zu erwähnen, von dem ätherischen Öl könnt ihr in jede einzelne Schale ungefähr 1 bis 2 Tropfen mit reingeben. Das sorgt für einen wirklich sehr, sehr angenehmen Duft. So, das gleiche machen wir jetzt auch mit Grün. So, und das gleiche machen wir dann noch einmal mit Rot. Schreibt mir gerne einmal in die Kommentare, welche Farbe ihr am schönsten findet und welche Farbe ihr verwenden würdet. So, ich bin jetzt mit all meinen drei Farben fertig und ich muss sagen, mir gefällt das Blau am besten. Aber das ist Geschmackssache und es duftet wirklich extrem nach Lavendel. Also ich habe jetzt wirklich in jede Schale ungefähr 2 bis 3 Tropfen von dem Lavendelduft reingetan und es riecht wirklich extrem nach Lavendel. Aber mir persönlich gefällt das sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, dann füllen wir das Ganze jetzt auch schon einmal in unser Glas. Geworden. Das Glas kann man natürlich auch verzieren, wie man möchte. Man kann natürlich auch schön Glitzer drumherum machen oder eine Schlaufe, wie man möchte. Und ich finde, es ist eine perfekte Geschenkidee oder für einen selbst. Richtig schön. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal baden. So, wie ihr gesehen habt, ist es wirklich ganz, ganz einfach zuzubereiten. Ich habe das Ganze jetzt noch ein bisschen geschüttelt. So ein kleines Muster drin entstanden, das ich persönlich auch sehr, 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 sehr schön finde. Das Ganze kann man gestalten, wie man möchte. Ihr könnt 2 Farben benutzen, ihr könnt 1 Farbe benutzen, ihr könnt 10 Farben benutzen, wie ihr möchtet. Ihr könnt das Ganze schütteln, ihr könnt es schichten. Das kann man alles machen, wie man möchte. Gestalten könnt ihr das Glas natürlich auch, wie ihr wollt. Ihr könnt eine Schlaufe drumherum machen, ihr könnt das Glas mit Glitzer verzieren, was auch immer. Ich finde, es ist eine echt mega, mega coole Geschenkidee und auch für einen selbst. Optimal. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Mal. Und dann würde ich sagen, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das Ganze jetzt auch einmal ausprobiert habt oder wenn ihr es schon einmal ausprobiert habt. Wie gesagt, schreibt mir alles in die Kommentare, was ihr möchtet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.